jungle, the mighty jungle, where Jimmy sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the vampires fly outside. Hi. Vielen lieben Dank für die 26. Du bist ja süß. Oh, bist du süß. So süß. Unter meinem Twitter-Bild von mir. Womit ihr am Anfang gar nichts anfangen konntet, bis die Folge dann online war. Ja, aber ein paar Leute hatten vorher schon geschrieben, dass Franz süß ist. Nee, ein paar Leute haben gesagt, neues Hintergrundbild fürs Handy. Würde ich nie tun. Nee. Oh. Was hast du da nochmal? Willkommen zurück zu die Sims 4 Not a Vampire Today But in the Jungle. In the Jungle, ja, with genau. The kitten and the Mopsaurus. Und was machst du gerade? Du liest ein Buch. Ja, ich lese nämlich, ich glaube, es ist ein Romantikschmöker. Guck mal, was ich lese. Lukas Dark und die immer unwahrscheinlicher werdende Reihe von Zufällen. Sag ich doch. Romantik-Krimi. Moment, huch. Wow. Das escalated kinda quickly. What the weil fuck? Es escalated, weil es ging ja auch nach oben. Ja. Ja, Dieses fesselnde Mystery-Abenteuer handelt von Lukas Dark, einem außergewöhnlich attraktiven Schriftsteller. Oh, Franz. Moment, lies weiter. Der nichts mehr zu verlieren hat, außer seinen Verstand. Oh, Franz. Da ja. Springe ich nämlich ein. Dieses von dem in Zukunft ausgezeichneten Lukas Dark verfasste... Moment, das ist doch auch der Name der Hauptperson. Was für ein Zufall! Ja. Ach, das steht da. Ja. Ich dachte, du hast aufgehört zu lesen und das dann so gekünstelt vorgelesen. Aber gut, bei dir sieht man übrigens deinen Pops. Oh, stimmt! Was ist denn das für eine... Ja, sehr realistisch. Pose. Ich bücke mich halt gerade halb... Weil ich da vor dem Dreckklumpen, den du aus der Buschtoilette gezogen hast. Oh. Warum rede ich überhaupt weiter? Unser Löwe. Was ist los? Oh, der will Zuwendung. Kümmere dich mal um Jimmy. Nein, setz mich da lieber hin. Ich möchte viel lieber da sitzen. Ich will nur hier sitzen. Und jetzt klopf mal schneller. Wenn kann ja wohl nicht sein, dass da irgendwas schon typisch. Guck mal, wie lange ich gebraucht habe, bis ich die Katze kuschle. Ja, bis dahin. Schon wieder so einen langweiligen Schädel. Bis dahin habe ich einen ganzen Schädel freigelegt, ne? Okay, unser Hund, die schläft. Ist er wieder umgekippt? Ja, der war in der letzten Folge ist er umgekippt. Apropos umgekippt, wo ist denn unsere Tochter? Die macht auch irgendwas. Ich wollte gerade mal gucken, ob es auf dem Markt was gibt. Aber du musst ja wieder hier einkaufen gehen, ne? Bin ich jetzt fertig mit dem Schüssel? Aber da ist ja erstmal nichts. Du brauchst ja wieder fertig Nahrung. Was? Nö, brauchte ich überhaupt nicht. Doch, du hast zweimal Hartkäse gefressen. Oder was war das? Genau, Fertiggrillkäse musstest du zweimal essen, weil du Hunger hattest. Ist so. Glaub ich nicht. Doch. Eins habe ich doch Mopsaurus Rex gegeben. Nee, das waren die Leckerchen, die du ihm gegeben hast. Nee, du hast beide gegessen. Reba, na cool. Los. Du musst eine Stunde zur Arbeit. Alter, ich hab Urlaub. What the fuck? Ich hab Urlaub, ich melde mich krank. Ach, guck mal, hier ist Buffy. Alter, oh, ist Mann. Dick geworden? Hi. Die hat immer schon so breite Hüften, die kommt ach, halt ja, nach Papa. Das bin ich? Nee, Moment. Ich bin verwirrt über die Rollenverteilung in unserer Beziehung. Du hast sie... Nur weil du sie geboren hast, heißt das nicht, dass du nicht der Papa bist. Weil das ist doch die männliche Verteilungsrolle. Oder bedeutet Mama gleich gebärend? Ja. Mama ist immer im Subtext die gebärend. Die dazu in der Lage ist, menschliches Gedöns aus ihrem Schenkel zu gebären. Also das Muttertier. Du bist also das Muttertier. Ja. Yeah. Aber ich hab ihr ja auch nicht die Brust gegeben. Das wäre schon echt komisch gewesen. Und dieses Kind hätte eine Menge in der Schule zu erzählen. Oder eben nicht, weil es nie auf die Schule gehen könnte. Was machst du denn da? Du weißt doch, dass du das nicht verträgst. Da ist bestimmt Xanthan drin und da muss davon kacken. Nee, ich freue mich.
Nom, 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 nom. Genau, ich freue mich. Und wenn es dann weg ist, eine halbe Stunde später. Blablabla. Und dann kriegst du wieder ein Kind. Oh! Hi! Moment! Oh, wie süß! Wo kommt die denn her? Sweetie weg. Ach, die schläft jetzt hier. Oh, wie süß, ich will Sweetie haben. Aber Sweetie ist schon ganz schön hässlich. Der könnten wir dann Cape anziehen und das wäre unsere böse Katze. Lord Sweetie. Aber warum ist die dann nackig? Nein! 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 Wir sind nicht in den Dschungel gekommen, um noch eine Katze zu holen. Das war's für mich. Ich bin raus. Hey, sei froh, dass du nicht schwanger geworden bist. Das haben sich die Leute mich gewünscht. Die Leute können mir schön die Klappe halten. Wir haben alle gesagt, wir brauchen einen nervigen kleinen Bruder für Buffy. Und dass du den kriegen sollst. Das stand bei den Top-Comments. Genauso. Du jetzt. Mami, Moment. Ich will... Nein, ich will doch erstmal Hartkäse kaufen. Mann! Grillkäse, Schatz. Grillkäse. Nein, Hartkäse. Ob ich den grille oder nicht, das obliegt immer noch mir. So. Sieht aus wie ein Penis. Guck doch hin, der Schwanz zwischen den Beinen sieht aus wie ein Penis. Lass doch einfach so. Nein, lass doch so. Das sieht aus, als wäre es der Dingeling. Die hängt da was runter. Wir müssen irgendwas mit dem Penis tun da hinten. Können wir den vorn vielleicht ein bisschen heller malen oder dunkler? Müssen wir dann in einen anderen Bearbeitungsmodus? Das geht halt hier gerade noch nicht. Wenn ihr Piercings verpassen und das klappt bei den Ohren nicht. Oh, fast. Ja, lass das mit dem Piercing jetzt. Das ist was? Ein gepierstes Ohr, da. Sieht doch keiner. Aber ich weiß, dass es da... Okay. Nein. Wo ist denn das böse Cape? Das ist kein böses Cape. Aber dann können wir den Schwanz schwarz machen und dann ist es der Stachel. Das ist... Okay, das ist komisch. Wo ist denn das... Da ist das böse Cape. Ja. Evil Kitten. So klingt aber, nicht dann könnt's böse. Oh Gott. Oh, Junge. Oh mein Gott. Ich glaube, bei dem Roten hat sich's mir gefreut. Hast du das gemalt? Ja. Bin mir auch gerade noch nicht ganz so... Ich meine, wir könnten einen passenden Dino zu... Drachen machen, meinst du? Ja. Was soll denn quasi... Aber das Sushi hat doch super gepasst. Das hatte doch jemand. Für die knuffige... Ja, die war echt auch super knuffig. Was ist das? Die ist halt nicht. Ich find sie süß. Findet ihr sie süß? Ist sie süßer als Franz? Du kannst doch hier nicht Kätzchen mit mir vergleichen. Das hier finde ich halt schon echt witzig. Das ist halt hart witzig. Der guckt halt auch so schön dusselig. Er ist ja wenigstens nicht mal so nackt. Fresh Kitten in the Hood. Das ist ein bisschen böse aussehen. Ich fand das ehrlich gesagt als Biene halt nicht schlecht. Ich finde, sie macht sich als Biene wirklich gut. Eine weißt du, wir sind im Biene. Dschungel. Wir hätten sicherlich eine Biene gefunden, die wir mit nach Hause nehmen könnten. Und wenn du dich anstrengst, dann kriegen wir auch einen Vergrößerungsstrahler oder sowas. Aber das ist einfach nur retarded. Was? So ein Dark? Nee, kein Dark. Oh, guck mal, passend zum Mopsaurus Rex. Oh, wie süß. Oh Gott. Ja, im Himmel. Bitte lass diesen PC jetzt crashen. Oh, tut mir leid. Ich mag... Das ist jetzt unser Baby. Ja, ich freue mich total auf Sweetie. Ja, wir haben eine nackte Katze, gegen die Franz nicht allergisch ist. Ich glaube, deswegen mag ich sie auch nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal Grillkäse kaufen. Fertig Grillkäse. Die kostet 40 Simoleons. Ja. Und dann kommt so Spinnenschutz und Wegmittel.
ist es auch. Das ist Feuerschlucker Scheiße. Nein, nicht kaufen, nicht kaufen. Das ist alles nur Scheiße. Das ist alles nur Scheiße. Guck mal, es wie die schläft. Oh mein Gott. Sein nacktes Kätzchen auf dem Tisch, das schläft. Man weiß halt nie, wann es nackt ist, weil es nackt sein will und wann es angezogen ist. Aber das ist schon süß. Ja, die Abstimmung klärt ja wahrscheinlich. Überwältigender Geschmack. Ja, du bist schon wieder hier am Abstießen. Total wieder nicht. Und was mache ich zu Hause? Bin ich jetzt, ich schlürfe und muss mich jetzt wieder um die Tiere hier kümmern anstellen. Wow, guck mal, ein Kristallschädel. Oh mein Gott, Indiana Jones. Oh, nicht, dass diese Aliens kommen. Das war komisch. Ja. Aber nicht komischer als sonst, aber komisch. Ich weiß nicht, ich habe mir mal die ganzen Indiana Jones Filme hintereinander angeguckt. Und so, wenn ich mir die alten angeguckt habe, im Vergleich dazu, waren alle weirder Shit. Ja, aber bei den alten hat man nie so. Hat man nie so richtig was gesehen. Weißt du, da waren nur immer irgendwelche, weiß nicht, Lichtgestalten oder Teufel oder sowas. Ja, aber das mit der Bundeslade war aber auch schon hart grenzwertig. Hat halt alle Nazis getötet. Ja, aber dann sich über. Ich habe immer gedacht, so, ja, Bundesland, über die Aliens sich beschweren. Kann man das jetzt auch erdenken? Oh, kann man den nächsten Kristallschädel? Vielleicht aber auch nur Müll. Vielleicht hast du nicht richtig ausgebuddelt und unter dem Schädel ist halt Müll. Das ist irgendwie so eine Cola-Dose oder so. Das wäre super witzig, wenn sie das eingeführt hätten. Das stimmt. Das wäre echt lustig. Dass das dann, weil es sieht ja so aus, da könnte ja alles drin sein. Oh, guck mal, oh, jetzt lernen die sich kennen. Oh, du hast erstmal Hunger, ne? Dann geh erstmal da essen. Jeder essen. Ja, die müssen sich auf jeden Fall kennenlernen. Ja, Mann. Möpse sind übrigens auch ziemlich nackte Hunde, weil das Fell ist so kurz. Aber Möpse sind knuffig as fuck. Ich finde Thingskatzen auch ziemlich knuffig. Weißt du, die haben so zerknautschte Gesichter, die sehen aus wie neugeborene Babys. Ja, eben. Finde ich nicht hübsch. Neugeborene Babys sind einfach hässlich. Wow. Bin ich gerade dem Hund aufs Gesicht gegangen? Ist ja egal, du hast ja jetzt zwei Katzen. Dann kannst du auch dem Hund ins Gesicht treten. Alter, ich habe da hinten einen Ausfallschritt gemacht. Und deswegen guckt er auch so traurig. Weißt du, wie er guckt? Als würde nämlich Frauchen ihm die ganze Zeit ins Gesicht treten. Da, schon wieder. Nee, voll auf die Pfote. Schon immer echt nicht so interessiert. Aber er ist neugierig. Was willst du? Faulenzen. Einfach nur faulenzen. Ui. So, jetzt geht ihr euch kennen. Hier, da, Haustier spricht mit Sweetie. Los, geht euch kennenlernen. Ui, das finde ich jetzt interessant. Los. Hör auf, faul zu sein. Nein, das ist ein Mops, der muss faul sein. Der wandelnde Po. Hat aber einen hübschen Po in der Hose. Ja, das stimmt, sieht knackig aus. Oh Gott, sie streckt auch noch den nackten Arsch raus. Gleich genommen. So wie sie ist, meinte ich. Was ist manchmal falsch mit dir? Wir sind im Tierreich. Da ist das so. Neutral. Spielen. Wieso sich wirklich einfach nur angucken? Na, so richtig wären sie nicht warm, oder? Er so, Wo ist die Nacken? Willst du nicht erstmal was anziehen? Du bist ja nackig, bist du da? Ich nack. Was ist denn falsch mit euch? Tut das irgendwas! Das ist wirklich komisch. Aber auch so am Quatschen, ne? Alter, okay, alles klar. Crazy. Oh, ich hab was analysiert.